Wir wollen uns heute mal zusammen den Game Maker ansehen. Eine ursprünglich vom Niederländer Mark Overmyers, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, entwickelte integrierte Entwicklungsumgebung, IDE zur Erstellung von Computerspielen für Windows und macOS. Viele können in der eigenen Skriptsprache Game Maker Language ohne oder nahezu ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Daneben steht eine Skriptsprache mit optionalen Erweiterungen zur Verfügung. Seit 2007 wird Game Maker von YoYo Games Limited vermarktet, einem zu diesem Zweck gegründeten in Schottland ansässigen Unternehmen, an dem Overmars beteiligt ist. In der von YoYo Games gepflegten Game Maker Community wurden eigenen Angaben zufolge über 100.000 Spiele erstellt, rund 56.000 davon stehen zum Download zur Verfügung. 2012 wurde der Game Maker von seinem Nachfolger Game Maker Studio abgelöst. So, und da hat sich jetzt was getan. Das war bisher ein kostenpflichtiges Programm. Das ist es immer noch, hat sich aber trotzdem was getan. Das will ich mal ganz kurz erklären. Der Game Maker kann ab sofort kostenlos und ohne Anmeldung heruntergeladen werden. Hier ganz unten auf der Seite finden wir einige hilfreiche Links wie Features und eben unter anderem auch die Preise. Und ich glaube, inzwischen gehört Game Maker sogar zu Opera, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das auch irgendwo gelesen. Beim Thema Preise sieht es nämlich so aus: Free to use, nicht kommerzielle Lizenz. Es können Spiele nach Opera GX exportiert werden. Desktop-Export sind auch möglich. Also, soweit ich es verstanden habe, wenn wir ein Spiel verkaufen wollen, dann müssen wir das Spiel bzw. die Software kaufen. Die kostet dann knapp 100 Euro. Aber wir müssen sie auch erst dann kaufen, wenn wir wirklich ein fertiges Spiel sozusagen haben, das wir veröffentlichen wollen. So habe ich das verstanden. Und dann gibt es eben diese Professional Edition für 100 Euro oder sogar die Enterprise Edition. Die kostet, glaube ich, monatlich. Die braucht man, wenn man mobile Apps erstellen will. Genau. So viel dazu. Wir testen jetzt einfach mal die Free-to-Use-Version. Viel Spaß mit diesem Video. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe den Game Maker schon mal runtergeladen und installiert und jetzt klicken wir mal auf Neu und suchen uns mal ein Tutorial raus oder ein fertiges Spiel, von dem wir hoffentlich was lernen können. Game Maker verspricht immerhin Make Your Own Arcade Games in 15 Minutes. Klicken wir auf Neu, dann auf Projektvorlage. Da gibt es offizielle Vorlagen und Benutzervorlagen, wobei die Benutzervorlagen recht übersichtlich sind. Brick Breaker, Plattformer, Tower Defense, Fire Jump. Wir testen mal Space Rocks. Das ist doch, sollte doch relativ nachvollziehbar sein. Los geht's. Vorlage wird heruntergeladen und dann wird es auch direkt gestartet. So, ja, viel anfangen kann ich damit noch nicht. In der Mitte haben wir einen Workspace, auf dem uns einfach eine grüne Fläche angezeigt wird. Schnellzugriff zuletzt, da gibt es noch nichts. Favoriten, Raumordnung, Room 1. Dauerhaft Editor öffnen. Tags, Spieleoption, GX Games, Haupt, Windows, Animationskurven, Rooms, Sprites, das ist der Spieler, das hier sind Rocks, also Steine oder was. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wir führen das Ganze einfach mal aus und schauen uns das Ganze mal an. Unten wird uns mitgeteilt, was passiert, also dass das Ganze irgendwie kompiliert wird oder so. Es wird geladen und kompiliert und es passiert gar nichts, muss ich leider sagen. Wir probieren es nochmal. Irgendwas stimmt da nicht. Da passiert leider gar nichts. Also das ist schon mal ein erster Versuch, der nicht vom Erfolg gekrönt war, sozusagen. Machen wir mal ein neues Projekt. Projekt schließen. Game. Brick Breaker, vielleicht funktioniert das. Naja, das ist immer das Problem, wenn man irgendwas ausprobiert, wenn man irgendwo einsteigt und dann funktioniert es nicht, dann hat man irgendwie schon gar keine Lust, das Ganze weiter zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob da Fehler drin sind oder was hier das Problem ist.
Auch das versuche ich zu starten und das klappt sogar. Wir klicken mal auf Play. Und das ist ein ganz normaler Asteroid-Klon, glaube ich. Jetzt können wir uns ja mal ansehen, ob wir da irgendwas dran verändern können. Wir haben ja also verschiedene Sprites. Bricks. Bricks Blue. Vielleicht können wir ja da schon mal was verändern ein bisschen. Pinsel. Ein Füllenwerkzeug wäre ganz nice. Gibt's das? Onion Skinning. Also man muss sich da natürlich einarbeiten, so wie bei jedem Programm. Und das kann auch mal eine Weile dauern. Wir passen das einfach mal an, testweise. Es geht wirklich nur darum, herauszufinden, wie das Programm funktioniert. Menüs. Ah, die ganzen Menüs setzen sich auch aus verschiedenen Buttons einfach zusammen. Power-Ups. Extra-Leben. Multiball, Pointball. Und dann gibt es bestimmt auch noch irgendwo eine Programmlogik. Gehe ich mal davon aus. Skripte, Sounds. Also wir können ja auch, denke ich, die Geräusche verändern. Audiodateien auswählen. Wir können das komplett selber anpassen, so wie wir das brauchen. Sequenzen. Rooms. Gibt anscheinend 3 Level. Da können wir die Breite und die Höhe anpassen. Viewports und Kamera. Raumphysik, dann gibt es Objekte, ja, Power-Ups, Menüs, das hatten wir schon, Schriftarten, Spieloptionen, Bearbeiten, Standard, Scripting-Sprache, Vorlagenbild, Plattformeinstellungen, Raumordnung, also sowas wie ein Script habe ich bisher noch nicht gefunden. Obwohl es da unten, glaube ich, so eine Abteilung gibt. Keine Ahnung, wo hier die Programmlogik drin steckt. Vermute mal im Raum, ne? Das ist der Raum. Neue Instanzebene, neue Hintergrundebene, Kachelebenen, Pfadebenen, Assets, Effekte, Sequences, Instances, Background. Also ich denke, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. So wie bei jedem Spieleeditor. Grafikvorgaben jetzt übernommen. Das ist schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und hier sind meine letzten Projekte. Dann gibt es hier auch noch Tutorials. Da öffnet sich die Webseite. Plattformer, Adventure Games. Ah, verstehe. Wir können uns ja vielleicht doch noch mal was anderes ansehen. Neu, Game. Hack and Slash Adventure Game, das klingt auch interessant, probieren wir mal aus. Ich weiß nicht genau, wie man hier kämpft an der Stelle. Oder ob es hier ein Schwert gibt irgendwo. Vielleicht muss man den einfach nur aus dem Weg gehen, aber irgendwie muss man doch auch angreifen können. Eine Art Adventure. Neues Projekt. Game. Fire Jump. Los geht's. Ein Endlos-Plattformer. Tap to start.
Ja, ich verstehe. Ich muss hier ein brennendes Haus hochklettern und muss die Bewohner irgendwie befreien. Eigentlich ganz nett gemacht. Wie soll ich denn das schaffen, wenn ich hier nicht in die Flammen darf? Egal. Ja, und das funktioniert auch so. Nach diesem Prinzip, hier haben wir jetzt auch mal ein Skript zur Abwechslung, das wir uns ansehen können. So sieht also ein Skript aus. Ist sicher sinnvoll, sich da zu dem Thema vielleicht ein Video mal anzusehen. Ich muss mich da selber mal in Ruhe für mich selber auch einarbeiten. Ich bin gerade nicht in der Lage, hier viel mehr zu erklären, weil ich selber noch nicht ganz verstanden habe. Bezweifle auch, ob wir unsere eigenen Spiele wirklich in 15 Minuten machen können. Aber ihr habt es mal gesehen. Ihr wisst, dass ihr es kostenlos runterladen und euch selber ansehen könnt. Das war eigentlich das, was ich hauptsächlich erreichen wollte mit diesem Video. Ein Kollisionsskript. Räume, Levels. Verstehe, so sehen die einzelnen Level aus. Das ist auch interessant. Die werden hier quasi Block für Block zusammengebaut, wenn ich das richtig verstehe. Charaktere, Player, Ereignisse. Ach, so funktioniert das. Also das ganze Gehen und so weiter, Springen etc., so wie ich das verstehe, das wird hier definiert im Player-Objekt. Dafür braucht es überhaupt keinen Programmcode. Ja, und letztendlich, wenn unser Spiel dann fertig ist, können wir das wahrscheinlich kompilieren. Dazu muss ich mich aber bei Opera anmelden. Und wie gesagt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ihr da dann bezahlen müsst, um überhaupt eine Datei zu erhalten, die ihr teilen könnt. Abgesehen vom Opera GX eben. Also, so viel dazu. Das ist der Game Maker. Ich wurschtel mich da selber nochmal rein, wenn das jemand interessiert. Vielleicht ein ausführlicheres Video, dann hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like. Das motiviert mich dann möglicherweise noch ein zweites Video zu dem Thema zu machen. Das hier sollte nur mal ein grober Überblick werden. Und da sind wir dann auch schon wieder durch mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.